Nein, das ist nicht mehr mein Fußball. Bekenntnisse eines Fußballromantikers. Also, ich kenne mich nicht mehr aus mit diesem deutschen Fußball. Wer ist nochmal deutscher Meister? Ja, das war schon praktisch mit dem FC Bayern. Und jetzt Bayer Leverkusen. Bayer, Herrgott. Und gefeiert wird mit einem Trikot, das an das Bayerkreuz erinnert. Das ist dann auch nicht viel besser als Red Bull aus dem DFB-Pokal trinken. Egal, wird man schnell wieder vergessen. Braunschweig war auch mal deutscher Meister. Weiß auch keiner mehr, der nicht aus Braunschweig kommt. Und Borussia Dortmund? Die Zeiten echter Liebe sind vorbei. Jetzt wird scharf geschossen. Rheinmetall. Obwohl, sportlich macht der Deal ja Sinn. Wer das Champions-League-Finale gegen Real Madrid gesehen hat, der weiß, dass vor allem die Luftverteidigung das Problem war. Und jetzt kommt die EM. Sommermärchen 2.0. Ich kann's schon nicht mehr hören. Sommermärchen? War das nicht dieses gekaufte Turnier, wo irgendwelche geliehenen Millionen über ein Konto von Franz Beckenbauer bei einer katarischen Gerüstbaufirma gelandet sind? Sommermärchen. Oder soll das die Erinnerung an den Nationalismus von damals wachrütteln? Sommermärchen. So unverkrampft waren wir da. So unverkrampft wie die jungen Leute, die auf Sylt Ausländer rausgerufen haben. Und dann war die Überraschung groß, als hätte es auf Sylt nicht schon immer Arschgeigen gegeben. Also ich hatte da so eine Ahnung. Und die Mannschaft? Die wird plötzlich gefeiert. Warum eigentlich? Weil irgendeine Agentur die Nominierung so schön inszeniert hat? Weil das rosa Trikot so toll angenommen worden ist? Auch so ein Agenturding. Wenn Oliver Bierhoff das so gemacht hätte, niemand hätte das Trikot gekauft. Kann einem fast ein bisschen leid tun, der Typ. Und sportlich? Plötzlich glaubt die ganze Nation wieder an den Erfolg ihrer Nationalmannschaft. Hatten wir uns nicht eigentlich dran gewöhnt, dass wir keine Chance mehr haben? Nein, das ist nicht mehr mein Fußball.